Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Und heute schauen wir auf Rekorde in Clash of Clans, die du höchstwahrscheinlich nicht brechen kannst. Einige davon kannst du auf keinen Fall brechen, einige zu brechen wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig werden. Ich habe das Spiel jetzt mal auf Englisch gestellt, weil ich das alles auf clashofstats.com nachgeschaut habe. Und da sind die Sachen auch auf Englisch und das ist dann leichter, die Achievements, ja, zu vergleichen und zu finden, wenn man das halt auf Englisch stellt. Und ich bin jetzt immer noch im Rack-Clan, bedeutet, ich bin immer noch dabei, die ganzen Maschinen zu spenden. Wenn ihr mich übrigens unterstützen wollt, es wird sich auf jeden Fall lohnen. Es kommen noch ein paar geile Verlosungen auf jeden Fall und Dorfbesuche kommen auch noch. Also auf jeden Fall hier auf den Shop und Creator-Code MBF eintragen. Ich freue mich sehr, wenn du mich ein bisschen unterstützt. Das gilt natürlich für alle Supercell-Spiele, aber wir gucken mal drauf. Also, wir gucken mal drauf. Erste Achievement ist Nice and Tidy. Da, 500 Hindernisse entfernen. Das hier in der Mitte, Nice and Tidy. Ich habe 7656 habe ich entfernt. Und jetzt gucken wir mal drauf. Auf den Nummer 1 Spieler in dieser Kategorie. Social Search Players. So. P-C-G-U-G. Ne, warte mal, verdammt. CL02 Plochmanns 1852 vom Clan Clashes King ist das ein. Es ist ein englischer Clan, beziehungsweise ein Clan aus den Vereinigten Staaten. Jetzt gucken wir mal drauf. Nice and Tidy. Habe ich es schon übersehen? Müsste weiter oben sein. Ja. 26.841. Das ist zum Beispiel jetzt etwas, was du eigentlich nicht mehr brechen kannst. Diesen Rekord, den, wenn er jetzt immer weitermacht, dann kannst du das nicht brechen, weil ja die Hindernisse immer gleich spawnen in der Häufigkeit. Bedeutet, ich kann diese Lücke, die dazwischen uns ist, kann ich nie wieder wegmachen. Es ist unglaublich. Ah, jetzt wollte ich ihn noch besuchen. Verdammt nochmal. Ist hier noch was? Na, es ist zum Kotzen, wirklich. Aktuell ist hier wirklich nichts los, das muss man wirklich sagen. Aktuell ist hier wirklich nichts los in dem Clan, deswegen kann ich da leider aktuell nicht so viel spenden. Ich weiß nicht, was da los ist. Gestern ging es mal zwischendurch, da habe ich echt einiges gespendet. Aber aktuell ist ein bisschen tote Hose. Wir besuchen ihn mal. Ja, man sieht es, ne? Da ist außen nicht viel an Sachen und hier wird wahrscheinlich auch nichts sein. Das ist, ja, es ist krass. Er ist maxed. Er ist auf jeden Fall maxed. Und jetzt würde ich mal sagen, gucken wir uns mal Rekord Nummer 2 an. Moment. Ah, der Rekord heißt Well Seasoned. Wir gucken mal, warte, wir gucken erstmal auf mich. Wir gucken erstmal auf mich und auf meine Stats in dem Bereich. Well Seasoned geht um die Season Challenges. Also man soll bei der höchsten Stufe 50.000 Punkte sammeln. Ich habe 96.760 gesammelt und der Rekord, warte, wir gucken mal drauf. Wir gucken drauf, derjenige ist 2... Q, U, J, was ist das? 0V0JQ. So. Masterchef, The Twisted Few, ein internationaler Clan. Und jetzt gucken wir mal drauf. Well Seasoned hat er 149.720. Und auch das werde ich nicht mehr schließen können. Also diese Lücke werde ich nicht mehr schließen können. Der zweite Platz übrigens in der Rangliste hat 149.420. Wie ärgerlich ist das denn? Wobei ich nicht genau weiß, ob... Na, wobei... Eigentlich müsste die Lücke nicht mehr geschlossen werden können. Ich meine, du kannst ja nur eine bestimmte Anzahl an Punkten sammeln. Du kannst zwar mehr sammeln als diese 2600, um den Skin freizuschalten. Aber du kannst insgesamt... Kannst du nicht mehr machen, als die Herausforderungen, die hergeben. Das ist es. Oh, er hat ein bisschen sogar, die Mauern hat er sogar ein bisschen vernachlässigt. Das sieht nicht gut aus. Aber insgesamt ist es auf jeden Fall eine schöne Base. Aber wir gucken mal eben ganz kurz drauf. Denn wenn man das sich ja mal anguckt, würde ich jetzt alle diese Challenges machen, dann müsste ich wieder warten, bis wieder neue kommen. Nur das ist halt die Sache. Und die Saison endet ja auch schon in 6 Tagen, 20 Stunden. Du kriegst dann pro Tag natürlich diese 3 Challenges hier auf der linken Seite dazu, aber diese hier, die kommen ja auch nur alle paar Tage. Und deswegen, es geht gar nicht anders. Du kannst nicht mehr als eine bestimmte Anzahl an Punkten erreichen. Wie viel das jetzt genau ist, weiß ich jetzt nicht. Bitte, na, gib mir doch mal einmal bitte was zu spinnen. Also, guck mal weiter. Die meisten Pokale
Die meisten Pokale. Mein Rekord ist gerade mal 5600. Das ist natürlich nicht so viel. Ich gehe natürlich auch nicht auf Pokale. Und die beste Saison, warte mal, November 2018. 5533. Aber wir gucken jetzt mal auf die meisten Pokale. Ja, das ist schon krass. Das ist auf jeden Fall schon krass, was jetzt kommt. Warte. Und zwar ist das ein Rathaus 149 LB0QC. Ich finde diese Folgen einfach mal zwischendurch ganz, ganz spannend. 8057 Pokale. Es ist unglaublich. Ich weiß jetzt nicht, ob das vor oder nach Operation Blue Skies ist, also wo sie das Legend-System umgestellt haben. Aktuell spielt er ja gar nicht in Legend. Sehen wir ja auch in der vorherigen Saison, hat er nicht an der Legend League teilgenommen. Es ist krass. Es ist krass auf jeden Fall. Richtig übel. Wir gucken mal drauf. Müsste Max sein. Oh, nee. Ist noch gar nicht Max, der Kleine. Oder die Kleine. Cinderella. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ziemlich beeindruckend. Ist, glaube ich, auch sogar der einzige Spieler, beziehungsweise die einzige Spielerin. Ich weiß es ja nicht. Ich möchte es jetzt nicht gendern, bitte. Bitte nicht. Ich hasse das. Wir sagen, die einzige, der einzige Spieler oder die einzige Spielerin. Ich möchte jetzt nicht sagen, der einzige Spielerin. Das hört sich nicht gut an. Er ist der einzige Spieler oder die einzige Spielerin mit über 8000 Pokalen. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Aber bitte spenden. Bitte. Rishab, komm. Gib mir eine Maschine zum Spenden. Bitte. Aktuell ist hier nicht viel los. Da hätte ich auch bei The Return bleiben können. Nein, Spaß. Wir werden mal sehen, wann nochmal wieder Leute kommen zum Spenden. Jetzt geht es nämlich um die Clankriegssterne. Und da habe ich... Ich mache nicht aktiv Clankrieg. Und selbst ich habe über 2000. Und ich mache wirklich aktuell... Ich mache, glaube ich, seit zwei oder drei Jahren mache ich selten Clankrieg. Das bedeutet, derjenige, der den Rekord hat, müsste doch weit über mir liegen, oder nicht? Es ist ein Rathaus 13er. Finde ich auch ziemlich beeindruckend, weil es jetzt kein unteres Rathaus ist, was jedes Mal dann irgendwie auf, weiß ich nicht, sagen wir mal ein Rathaus 4, 5, 6 oder so, was halt wirklich super easy immer 3 Sterne holt. Nein, das ist ein Rathaus 13, Q2, G0J. Oh. Was ist da los? 8, 2, U, Q, 2, G, 0, J. Germania vom Clan Delta Force nämlich. Ein deutscher Clan. Wir sind ein deutscher Clan und uns gibt es seit 2014. Werde Teil unserer entspannten Runde und eines guten Teams und unterstütze uns beim Krieg der Kriegsliga und den Clanspielen. Das ist doch mal wirklich eine schöne Beschreibung. Das mag ich, wenn das, ja, einfach gut geschrieben ist, man alle Informationen hat, die man braucht. Das ist doch ganz gut. Wenn ihr also einen Clan sucht, guckt da auf jeden Fall mal vorbei. Alter, 8300 Sterne. Das ist wirklich mal ein Brett, muss man sagen. Das ist wirklich mal ein Brett. Herzlichen Glückwunsch und auf jeden Fall dicken Respekt an Germania. Nicht unschwer zu erkennen, dass es ein deutscher Spieler ist. Das ist übel. Im positiven Sinne, muss ich sagen. Das ist wirklich im positiven Sinne sehr, 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 sehr gut, was du geleistet hast als Rathaus 13er. Und er ist ja noch nicht mal maxed, Rathaus 13. Das sieht man, ne? Die Mauern zum Beispiel, die sind noch nicht maxed, aber es ist auf jeden Fall eine wirklich beeindruckende Leistung, über 8000 CW-Sterne zusammen zu sammeln, will ich jetzt nicht sagen. Sich die zu erkämpfen. Jetzt gucken wir noch auf eine weitere Sache. Ich weiß jetzt nicht genau, es müsste jetzt sogar temporär sein, bedeutet nicht All-Time, sondern jetzt nur auf die Saison betrachtet. Ich habe in dieser Saison gerade mal 13 Angriffe gewonnen und 24 Verteidigungen, aber wir gucken ruhig mal drauf. Also, Search Players, das ist nämlich jetzt die Nummer 1, auch ein Rathaus 13er. Und derjenige hat das Kürzel, L. Moment, bitte, schreibt da rein, bitte, dankeschön, L. 9YLCR00, genau, Andrew, ja, da ist es nämlich, für diese Saison 2675 gewonnene Angriffe. Und man muss sagen, ich werde es jetzt noch als Info dabei packen für euch, beziehungsweise als Info dabei sagen, der Zweitplatzierte hat 2584. Er ist also nicht ganz 100 Angriff vorne. Oh, warte mal, da haben wir sogar noch einen Deutschen dabei auf Platz 3, den möchte ich mir natürlich auch noch gleich angucken.
Oh, ich glaube nämlich, dass es ein Deutscher ist. Ja, nein, es ist ein Österreicher. Das ist natürlich auch ganz erfreulich, wenn jetzt jemand hier aus dem deutschsprachigen Bereich da mitmischt oben. Ein Rathaus Elra, und zwar LLYGGUVR. Direkt erkannt, Google-Upfen, nämlich 2462 gewonnene Angriffe. Respekt. Kann man nicht anders sagen. Respekt auf jeden Fall. Das ist... Eieieiei. Das ist mal eine Hausnummer, ne? Das ist mal eine Hausnummer. Und jetzt gucken wir weiter. Und zwar, wenn ich jetzt auf mein Profil gehe, das nächste Achievement heißt Unbreakable. Und da, wo ist es? Da. Verteidige dich erfolgreich gegen 5000 Angriffe. Ich meine, 8500 ist schon, glaube ich, eine Hausnummer. Ich sehe nicht viele, die das haben. Ich sehe wirklich nicht viele, die so viele Verteidigungen haben. Zumindest aus meinem Clan oder den Clans, wo ich jetzt drin bin. Es ist schon was. Aber jetzt geht's wirklich rund. Also der Typ ist wirklich... Also keine Ahnung, wie man das hinbekommt, ich weiß es nicht. So, das Kürzel ist 2028, schon mal finde ich ziemlich außergewöhnlich, so viele Zahlen da drin zu haben im Kürzel am Anfang. JJPay. Freefall, ach, auch eine Twisted View. Okay. Wir gucken ihn uns erstmal an. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Aber gut, klar, guckt euch die Liga an. Er ist in Bronze 1, er muss da unten sein. Ne? Das ist ganz wichtig. Ja, jetzt geht's rund. Unbreakable. 174.480. Unglaublich. Wir können gleich mal gerne ein paar Leute durchgehen und mal gucken, wie viele Verteidigungen die haben. Einfach mal so als Querschnitt durch die Spielerschaft. Ich hatte ungefähr 8.500 waren es, glaube ich. Er hier hat 174.000, was schon richtig krass ist. Aber nun gut, wir gucken einfach mal hier. Na, ich kann Maschinen spenden. Bitte, ganz. Ja, Dankeschön. Gucken wir einfach mal ihn hier an, der jetzt gerade gejoint ist. Rados 12er. Er hat Unbreakable 1339. Mein Clan. Ich bin ja jetzt aktuell noch in dem Spendenclan. Sagen wir mal nach EP-Level. Na, gucken wir mal nach... Ah, verdammt. So. 266. Profil. Wir gucken einfach mal drauf. Wie viel hat er? 959. Er hier hat 468. Die meisten Leute machen das halt nicht. Die meisten Leute gehen da halt nicht drauf. Das ist halt die Sache, vor allem die Legend-Spieler oben. 1100. Gucken wir mal einen an, der jetzt hier ein bisschen höher ist. Zum Beispiel er hier. Gerade aus 12, aber nicht in Legend. 641. Das bedeutet, die meisten Leute haben gar nicht so viele Verteidigungen. Das ist die Sache. So, jetzt müssen wir ganz kurz hier wieder was ausbilden. Und zwar ein paar Loons, die habe ich immer gerne dabei. Warte mal, noch einen E-Drag. Ein paar Loons dabei, dann nehmen wir noch einen Wut mit. Ich nehme ansonsten immer Wut und Blitze mit, weil das im Endeffekt ist das, was gespendet wird in dem Clan. In einem Rack-Clan, E-Drag, Loons oder Blitz und halt viele... Oder einige wollen halt auch einen Wutzauber haben, dann nehme ich halt auch mal ein paar mit. So. Und jetzt gucken wir auf den nächsten Rekord. Und ich glaube, dass das ist jetzt auf jeden Fall für die aktuelle Saison. 24 Verteidigungen habe ich gewonnen. Ich finde, das ist schon, naja, in Ordnung, keine Ahnung. Mit dieser Base wahrscheinlich schon. Ist es wahrscheinlich schon eine Leistung. Wir gucken drauf. Und zwar Gamer, was ist es, wie heißt der? Gamer L. Rathaus 10. Ein Russe. Wir hoffen, dass er bald wieder spielen kann. Beziehungsweise, dass er, ja, dass sich das vielleicht irgendwie wieder klärt, bevor halt die Bannkeule ausgepackt wird. Oder, ja gut, er wird wahrscheinlich sowieso einen VPN nehmen, um dann weiterhin zu spielen. 7032 Verteidigungen in dieser Saison. Das ist unglaublich. 7032. Alter, nur 33 Angriffe gewonnen, aber 7000 Verteidigungen. Nur sie, er ist in Silber 3. Das ist für einen Rathaus 10er, glaube ich, auch ganz gut. Das ist krass. Das ist richtig krass. Unglaublich. Wir gucken aber mal weiter. Kann ich aber spenden? Nein? Okay.
Nee, Supertruppen kann ich auch nicht ausbilden. Heroic Heist ist das nächste, was wir uns angucken. Das müsste heldenhaft gehamstert sein. Auf Deutsch. Heroic Heist. 1 Million dunkles Elixier stehlen. Ich habe 39 Millionen. Und der Platz 1 hat, ihr könnt es wahrscheinlich euch schon denken, ein Vielfaches von dem, was ich habe. Er ist auch mit 16 Millionen in, mit 12. Mit 12 Millionen ist er in Front gegenüber dem, was rede ich mit? Ich bin gerade so weit mit 14. Mit 14 Millionen ist er in Front gegenüber dem zweiten. Es sind einfach zu viele Zahlen heute, glaube ich. GR9QUYYC. Andis D. Und jetzt kommt's. 218 Millionen. Das ist auch meine Hausnummer. Ich hatte 34 Millionen und er hat 218 Millionen. Es ist unglaublich. Ich bin nicht mehr interessiert, was er für eine Base hat. Maxed. Sieht schön aus, ne? Sieht auf jeden Fall schön aus, überall außen die Tannen. Aber ich würde mal sagen, einen können wir auf jeden Fall noch angucken. Und jetzt wird es ganz besonders. Denn jetzt kommen wir noch auf einen Clan zu sprechen. Es geht nämlich jetzt um die längste Siegesserie. Können wir nochmal spenden? Yes. Und zwar heißt der Clan Avenger 10.5. Advanced. Was ist das für ein Clan? Der Clan ist Level 19. Bedeutet, das werden wir jetzt mal einstellen. Finde ich natürlich nicht. Super. Muss ich mal eben nochmal. Müssen wir nach dem Kürzel gehen. Kürzel ist L8. Was ist es? L8VL. PP80. Erwähnt. Ach, das ist zusammengeschrieben. Entschuldigung, mein Fehler. 591 Kriege am Stück gewonnen. Das ist mal vor allem insgesamt gewonnene Kriege 591 und am Stück gewonnene Kriege 591. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Warte mal, ich kann ja mal eben gucken. Wars, ich bin gerade bei Clash of Stats. Aber die haben ja leider den Login, also den Log privat gestellt. Deswegen, ach komm, wir spenden ihm jetzt. Wir spenden ihm alles. Ja, der Clan hat den Log leider privat gestellt, also den Warlog. Deswegen geht das leider nicht, dass wir da dann jetzt das uns ansehen können. Aber 591, das ist auf jeden Fall schon mal eine Hausnummer, die sich gewaschen hat. Oh, warte. Zack, nochmal. Haha, jetzt läuft's doch. Also ich kann ja mal ganz kurz zum Ende nochmal eben verraten, wie der Plan jetzt aussieht bei mir. Ich möchte ja alle Sachen durchhaben. Wäre ich dann der erste Spieler weltweit, der das alles fertig hätte? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin da ja nie drauf gegangen. Ich bin nie auf die Achievements gegangen. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich bin bei 1893. Ich möchte heute gerne auf 2000 kommen. Es ist noch ein langer Weg, muss man wirklich sagen. Das hier unten, ich hasse es. Ich hasse das Achievement so sehr. Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der neuen Episode wieder. Wenn dir die Episode gefallen hat, wenn du mehr Rekorde sehen willst oder verrückte Sachen bei Clash of Clans, lass doch gerne ein Like da, abonnier den Kanal und dann sehen wir uns in der neuen Episode wieder. Mach's gut, bis dann. Tschüss.